Ich sage willkommen hier im großen Saal 1 bei der Böll-Stiftung zum letzten Panel unserer diesjährigen Theater- und Netzkonferenz. Wir haben das Panel genannt Posttraditionales Stadttheater zwischen neuen Communities und Heimatministerium und probieren einen Ball wieder aufzunehmen, der heute früh losgetreten wurde im Vortrag des Soziologen Hitzler, der ja, uns eingeführt hat, natürlich soziologisch recht allgemeinerweise, in die Problemstellung der posttraditionalen Vergemeinschaftung, also in dem Abschiednehmen von gewissermaßen naturalisierten Institutionen, Aufsplitterung der Gesellschaft in Subsysteme, Jugendszenen, die wesentlich temporärere Verbindungen nur haben. Sie haben Bindungskraft, aber eben temporärer. Nun, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also die Institutionen, die da einst mal galten, sagen wir sowas wie das Großteil der Stadtgesellschaft feiert Weihnachten, feiert Heiligabend, ja, und man, Großteil der Stadtgesellschaft singt dann O Tannenbaum. Ja, dann Großteil der Stadtgesellschaft in der traditionalen Stadtgesellschaft geht ins Theater und hat die Erwartung, dass er da sind, er oder sie dort seinen Faust sieht, vielleicht auch nicht 7 Stunden lang, sondern irgendwie in kompakter Weise. Und der Osterspaziergang sollte auch vorkommen. Und wir merken in dieser Umbruchssituation hin zur posttraditionalen Vergemeinschaftung, dass man die Stadtgesellschaft in so einer Form von Einheit womöglich gar nicht mehr so fassen kann, sondern dass das Theater andere Zugänge suchen muss zu den zergliederten Teilen der Gesellschaft. Und wir wollen fragen an diesem Panel eben, was bedeutet das fürs Theater, in dieser soziologischen Situation sich zu befinden? Wie wird konkret gearbeitet? Wie geht das Theater mit diesen neuen Communities um? Aber wie verhält es sich eben auch zu dem ja, ererbten Auftrag, Einheit zu stiften, Sinn zu stiften zwischen den Communities? Kurzum, die Leitfrage ist also, wie viel Post steckt eigentlich in diesem Titel unseres Panels Posttraditionales Theater und wie viel Traditionales steckt auch drin? Also in welchen Spannungen stehen unsere Theater? Und wir haben uns zwei aus unserer Sicht beispielhafte Theater herausgepickt, die in den letzten Jahren sowas formuliert haben, wie was vielleicht neues Stadttheater ist oder wo das Stadttheater eben hingeht aktuell und wo es künftig vielleicht noch viel stärker hingehen wird. Wir begrüßen vom Maxim-Gorki-Theater hier aus Berlin die Intendantin Jermin Langhoff und wir begrüßen vom Theater Dortmund, aus dem Schauspiel Dortmund, den Leiter und Intendanten Kai Voges. Das sind beides, um es vielleicht vorwegzuschicken, die Diskussion hatten wir ja gerade, es sind Ensemble-Repertoire-Bühnen, es sind Bühnen, die eine feste Schauspielerin am Haus haben, es sind Bühnen, die ein wechselndes Repertoire anbieten, unterschiedliche Stücke im Spielplan, die also nicht en suite Produktionen mehrere Tage zeigen und dann erstmal einige Monate nicht mehr. Ich stelle Jermin Langhoff kurz vor, sie ist in Berlin natürlich gut bekannt, sie ist geboren in Bursa in der Türkei, aufgewachsen in Nürnberg, war dann zunächst im Verlagswesen und im Film aktiv. 2004 wurde sie Kuratorin am HAU, hier drüben in Berlin-Kreuzberg. Bis 2008 im HAU entwickelte sie unter anderem sowas wie die Akademie der Autodidakten, so eine Art Talentschmiede für junge Künstlerinnen wurde, die dann Richtung Film und Richtung Theater gingen. Sie gründete eben dieses 2008 das Ballhaus Naunienstraße mit, leitete das Ballhaus Naunienstraße und entwickelte dort das, was dann irgendwie auch weit über die Stadtgrenzen hinaus so als exemplarisch wurde für das, was man postmigrantisches Theater nannte. Also das war dann das Label, das durch dieses Ballhaus Naunienstraße kreiert wurde und beispielhaft wurde, wo es um die Fragen geht, also wie sieht eine Gesellschaft eigentlich nach der Einwanderung aus, also nach der Migrationsbewegung, wie wird in der zweiten, dritten Generation von Einwanderung eigentlich Erfahrung verarbeitet, deswegen postmigrantisch. 2013 wurde Jermin Langhoff dann künstlerische Leiterin des Maxim-Gorki-Theaters Berlin, Leitung zusammen mit Jens Hilje. Sie ist in der Zeit mit dem Gorki-Theater zweimal zum Theater des Jahres gekürt worden, 2014 und 2017, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Ja, wir haben eben beide Theater versammelt, an der sich
also die Themen vertreten, an der sich ja auch ein wenig die Zukunft dieses Landes. Ach ja, sehr gute Idee. Ich bedanke mich für den Hinweis. Also wir haben ja hier auch mit beiden Theatern Theater vertreten, deren Themen repräsentieren, Themen, die auch irgendwie deren Bewältigung auch über die Zukunft dieses Landes entscheiden, nämlich irgendwie, wie gehen wir mit der Migrationsgesellschaft um und wie, was machen wir mit der Digitalisierung. Da hat sich Kai Voges, Schauspiel Dortmund, spezialisiert. Kai Voges, in Düsseldorf geboren, ist seit 1998 freier Regisseur. 1999 bis 2003 war er am Theater Oberhausen Mitglied der künstlerischen Leitung und ist seit 2010 Intendant im Schauspielhaus Dortmund. Also, dass er seitdem zu dem deutschsprachigen Theater gemacht hat, das am dezidiertesten den unterschiedlichen Fragen der Digitalisierung begegnet und sich damit auseinandersetzt. Beschäftigung mit diesen Digitalisierungsplänen führt auch zu Plänen, eine Akademie für Theater und Digitalität zu gründen, um die Kompetenz von Theaterschaffenden weiter auszubilden. Die Gründungsversammlung war vor einigen Wochen in Dortmund und die Pläne davon kann er vielleicht gleich noch ein bisschen erzählen. Es geht in Dortmund aber nicht nur darum, die Digitalisierung, also damit technologisch zu prunken auf der Bühne, sondern ein Augenmerk gilt auch der Ausbildung der Medienkompetenz der Zuschauer. Wie kann man Zuschauer befähigen, dieses ganze Dickicht von Informationen und Bildern, die entstehen, überhaupt noch zu dekodieren? Es gibt Zusammenarbeit mit Aktivisten, mit journalistischen Rechercheteams wie das Korrektiv, mit Arne Vogelgesang, der Extremismusforschung in den Tiefen des Internets betreibt, Moritz Riesewig, der über die Löschpraktiken von Facebook recherchiert hat. Ja, steigen wir ein ins Gespräch mit einer Frage an Shermin Langhoff zunächst. Wer an Skorki denkt, sagt sofort, ah ja, postmigrantische Erzählung, migrantische Erzählung, auch jetzt insbesondere durch das Exilensemble. Das ist aber, wie uns scheint, so eine der Säulen des Gorki-Theaters, was früh auch etabliert wurde, war eine Säule, die sich so um queere Identität konstruierte, um die Erzählung eigener Sexualität. Wie kam es eigentlich zu dieser spezifischen Verbindung dieser zwei Säulen, also queer und migrantisch-postmigrantisch, was man ja vielleicht zunächst mal nicht zusammendenken würde? Aufgrund dessen, dass es tatsächlich so etwas wie Community gab, nämlich eine Hochkultur-Community, eine Theater-Community mit einer eigenen Sprache, mit einem geschlossenen System von Codes, von Kanon und sogenannte hochkulturelle Parallelgesellschaft. Und diese in den vielen Jahrzehnten, in denen das ehemals fürstlich Repräsentative, dann vor allem bürgerlich Repräsentative, sich aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus sozusagen als kritische Kulturpraxis, Selbstvergewisserungsmöglichkeit einer Mitte, die auf Werten, auf Ideologie sozusagen beruht, generierte, es nicht geschafft hatte, in 60 Jahren Zuwanderung allein aus Anatolien. Wir sprechen nicht, was so seit den Wenden und Sorben alles eingewandert ist in Berlin und wie wenige von denen noch über sind, dass es darauf tatsächlich kein Interesse, keine Neugier aus genau dieser Hochkultur-Community gab. Das war der Reflex angesichts von politischen, sozialen Zerwürfnissen, die wir übrigens nicht seit gestern erst erleben. Also in meiner Theaterpraxis thematisiere ich diese Themen spätestens seit 2001, seitdem ich auf der Volksbühne mit anderen, nämlich von Kanakatak, Platz genommen habe und die Geschichte unserer Gastarbeitereltern erzählt habe, nachdem es in dieser Republik wieder selbstverständlich wurde, Häuser und Menschen anzuzünden. Es reagierte sozusagen auf ein Fehlen von Narration, von Erzählung in einer Elite, in einer Avantgarde, die ja Diskurs gestaltet, die um kulturelle Hegemonie verfügt, das werden wir vielleicht auch noch besprechen,
oder sich mit dieser auseinandersetzt, war das die totale Ausnahmeerscheinung. Es gab Fassbinder, auf denen man immer noch zurückgriff, wenn man sich wirklich sozusagen mit dem Digging in the Dirt of German History beschäftigte. Es gab natürlich insbesondere durch intersektionales Denken schon auch so Krötz und andere, aber Robert Schneider, Dreck war dann so das, was Land auf Land abgespielt wurde, was einen Zuzug von den anderen nochmal politisch bedingt anging im Exil. Und dann hat uns in den 90ern Herr Hübner mit Co-Autoren erklärt, wie man zum Terroristen wird. Und das fand ich schon ganz schön schwach angesichts dessen, dass ich sehr viel komplexere Erzählungen im Theater erlebte, wenn es um andere Teile der Gesellschaft ging. Das war der Grund. Es fehlten die Geschichten, die Erzählungen. Und ich hatte den Eindruck, oder in der politischen Landschaft, im politischen Diskurs, fing die Diskussion zum Beispiel um Integration, das kann man sehr gut daran verfolgen, alle Jahre wieder von ABC und von Null an, als wären wir gestern gekommen. Und es gab einfach keine komplexen Stoffe, mit denen man die heutige Diversität dieser Gesellschaft wirklich auch auf den Bühnen verhandeln konnte. Das war sozusagen die spannende Entdeckung Anfang der 2000er in Deutschland. Vielleicht doch nochmal diesen Startpunkt zu verstehen, wie wichtig war es eigentlich, dass gerade in diesen ersten Produktionen am Neuen Haus starker Bezug zur Tradition des Gorki gesucht wurde. Also es gab eine Inszenierung der Übergangsgesellschaft auf die Geschichte des Hauses bis in die 80er zurück. Es gab den Kirschgarten zum Auftakt, also ein sehr kanonisches Stück, wo man eben auch versucht hat, die postmigrantische Perspektive auf diesen Stoff sofort zu markieren. Wie wichtig war aber eigentlich auch dieser, sagen wir mal, dialektische Bezug auf das Erbe da? Naja, Sie haben es ja schon vorweggenommen, wir sind ja ein sehr traditionelles Theater in den Strukturen, im Ensemble. Wir haben Handwerker, die bauen aufwendige Bühnen. Wir haben Schauspieler, die stehen in Echtzeit auf der Bühne und spielen. Wir sind sehr traditionell, würde ich sagen, erstmal strukturell als Theater. Wir sind auch sehr traditionell, was genau einen Bezug zu der Verortung, aus der man erzählt, also von wo spricht man, das ist eine der ersten Fragen gewesen. Und zwar egal, ob am Ballhaus oder am Gorki. Das Gorki bot angesichts genau der geografischen Lage und seines, also dieses Genius Loci mit seiner Geschichte, die eben durchaus auch ganz nah an den nationenbildenden Narrationen war, natürlich eine ganz andere Fläche, einen ganz anderen kulturhistorischen Spannungsbogen, wo man auf einmal über die Haskala sprechen konnte und darüber, dass ein Mendelssohn eben nicht Konduktor werden konnte dort. Und da sprechen wir von Jahren, die weit vor der monokulturalistischen Zuspitzung liegen. Also, dass wir sozusagen Geschichte uns angeeignet haben, neu reflektiert, neu kritisch beobachtet. Man kann eben nicht Fasch und Zelter und dieses Haus der Aufklärung, diese Singakademie feiern, ohne um die Gleichzeitigkeit von Antisemitismus zu wissen, ohne von Rahel Levin zu wissen, ohne von Mendelssohns Geschichte zu wissen. Und ich glaube, dass es genau sozusagen diese Zäsuren sind, mit denen eine Beschäftigung sich gerade in heutigen Zeiten, in denen wir wieder nach Homogenität streben, doch sehr lohnt. Nicht nur um einfache Weisheiten, man kann noch so viel machen, man wird letztendlich nicht deutsch, auch damit beschäftigen wir uns in dem einen oder anderen Stück, aber tatsächlich, um eben nicht stecken zu bleiben in aktuellen Zuspitzungen von Diskursen, in denen wir wieder uns als Gesellschaft selbst vergewissern, indem wir andere ausschließen. Heute sind es eben die Moslems, die nicht unserem aufgeklärten Demokratie-Konsens, den wir angeblich leben, nicht entsprechen. Also Geschichte weiterzudenken, Tradition weiterzudenken, auch das postmigrantische Theater hat nichts anderes gemacht, als weiterzudenken, also Räume zu öffnen, in denen die Hinzugekommenen, wenn man so will, und zwar die
die eben vor 60 Jahren hinzugekommen sind oder die seit gestern erst bei uns leben, als Stadtgesellschaft wahrgenommen werden und ihre Wahrnehmungen wiederum eine Rolle spielen. Also eigentlich, ich sag mal, das Naheliegendste, was man so als Stadttheater machen kann, haben wir gemacht. Kai Voges, Sie haben so die, sagen wir mal, überregionale Landkarte mit Ihrem Schwerpunkt digital zum ersten Mal, sagen wir mal 2013, mit Ihrem Cyber-Leiber-Festival auf sich aufmerksam gemacht. Wie ist das entstanden, dieser Schwerpunkt? Also, dass Sie dachten, das ist ein Profil, das ich dem Theater Dortmund, dem Schauspiel Dortmund geben möchte. Ja, wir sind 2010 als Team gestartet. Und in der ersten Produktion, einer der ersten Produktionen, ist ein Plakat gedruckt worden. Da stand drauf, wer Theater will, muss sagen, wofür. Weil das war so eine Sache, ja, lass uns diese Diskussion mit unserem Publikum führen und vor allen Dingen lass uns mit unserer kleinen Community, unserer Theaterleitung, unserem Ensemble diese Frage stellen, wofür machen wir Theater? Wo ist die Relevanz für Theater? Und wir haben viel diskutiert und gesucht und haben gesagt, was macht das Theater so einmalig? Es ist die Kunst, die immer nur in der Gegenwart stattfindet, mit Zuschauern und Darstellern zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, Fragezeichen. Aber es ist eine gegenwärtige Kunst und sie kann die Gegenwart ins Theater hineinbringen, die Gegenwart reflektieren, diskutieren. Und wenn man sich so jetzt die 8 Jahre anguckt, die Programme, die wir da gemacht haben, dann ist die Digitalisierung ein Schwerpunkt, den wir haben. Wir haben gesagt, das ist ein Evolutionsschritt, die Digitalisierung für die Menschheit. Es sind so viele Fragen, so viele Sachen in Frage gestellt worden. Was heißt eigentlich Identität im digitalen Zeitalter? Wie geht Gesellschaft mit im digitalen Zeitalter? Was heißt eigentlich noch Raum? Was ist auch ein Theaterraum im digitalen Zeitalter? Wie geht Kommunikation? Wie geht Datenspeicherung, Big Data, Privatsphäre, Identität, Demokratie auch? Also eine Menge an Fragen, das war jetzt ein paar kleine Beispiele. Und das sind so Fragen, die betreffen uns unmittelbar. Und wenn wir sagen, wer Theater will, muss sagen, wofür. Für die Themen der Gegenwart. Da ist die Digitalisierung das eine Teil. Aber ich glaube auch die Migrationsbewegung, die Frage, wie geht das gesellschaftlich, auch den politischen Diskurs da weiter, den haben wir sehr behandelt. Und dann kommt eigentlich die Globalisierung auch noch als drittes großes Thema, mit dem, wo alles mit allem vernetzt ist. Und eigentlich merkt man, ob die Migration oder die Globalisierung, auch die hängt mit der Digitalisierung sehr stark zusammen. Und so sind wir auf eine Reise gegangen und haben versucht zu verstehen. Wir haben versucht, die Technik zu verstehen. Und wir haben versucht, die Auswirkungen und die Möglichkeiten der Technik zu verstehen. Und so sind wir Jahr für Jahr kompetenter geworden und haben dadurch, dass wir lernen wollten als Theaterleitung, als Ensemble, diese Fragen der Gegenwart zu beantworten und die Technologien zu verstehen, wurden wir langsam zu Fachleuten. Aber gibt es irgendwie so eine Initialzündung? Also, weil Sie sind ja nicht so gestartet. Ich habe nochmal irgendwie die alten Spielpläne mir so angeguckt. Das war ja so eine Entwicklung, die sich dann irgendwie in der Zusammenarbeit mit Daniel Hengst und so langsam so rauskristallisiert. Gibt es irgendwie so einen Punkt, wo Sie sind ja nicht damit angetreten, das Schauspiel Dortmund so mit einem Digitalisierungsschwerpunkt zu profilieren, der das irgendwie, also das interessiert uns, wie das entstanden ist. Ich glaube, das ist entstanden durch den Blick in unsere Gegenwart hinein. Also wir hatten die Snowden-Enthüllungen, die uns begleitet haben und sehr interessiert haben. Aber vielleicht kommt es noch viel früher. Wo ich herkomme,
mein Vater ist Programmierer, meine Mutter ist Therapeutin und das Psychologische und das Technische ist irgendwie schon so in den Genen bei mir zusammengebaut worden. Und naja, vielleicht auch die Gruppe von Menschen, die tagtäglich zusammen sind, meine Dramaturgen, mein Ensemble, wo wir drüber sprechen, sagen, was passiert denn da gerade in der Welt und wie können wir das verstehen und wie geht denn das mit dem Urheberrecht? Was sehen wir denn da in unserer Lebenswirklichkeit tagtäglich und was für merkwürdige, traditionelle Wege gehen wir noch im Theater und müssten wir uns nicht irgendwie im Theater auch mal fragen, sind wir noch in der Gegenwart oder ist die Gegenwart schon längst vorbei und wir hängen immer noch in der Vergangenheit? Und ich glaube, in dieser Befragung nach der Gegenwart wurde der Fokus stärker. Mhm. Beim Gorki-Theater, das eines von fünf Staatstheatern in Berlin ist, ist ja so quasi der politischer Auftrag schon gegeben ist, zu profilieren, ja, gegen auch abzusetzen gegen Profile anderer Häuser. Nun liegt das Theater Dortmund in der Fläche, wie man immer so sagt, hat so den Auftrag, möglichst breit einer Stadtgesellschaft irgendwie mit dem Programm abzuholen. Inwiefern spielt denn der Metropolenraum Ruhrgebiet damit rein, dass man überhaupt so eine Spezifizierung und eine stärkere, sagen wir, Profilbildung eines Hauses in der Fläche vornehmen kann? Oder wie stark ist der Druck seitens der Stadt, dass Sie sagen, wir wollen jetzt auch mal wieder irgendwie einen vernünftigen Faust? Das Beispiel ist ja einschlägig. Also als ich 2008 meinen Vertrag unterschrieben habe, da ging es dann los, dass man durch die verschiedenen Institutionen der Stadt ging, Menschen kennenlernte. Und jeder hat mir gesagt, hier in Dortmund, da geht nur Komödie oder Musical. Was anderes kriegst du, das ist nicht für die Dortmunder. Und das war so das Klischee, was der Dortmunder sogar über sich selbst gesagt hat. Und ja, das kann ja nicht wahr sein, das glaube ich nicht. Und dann, also es gibt ein Bild, was Theater ist, vielleicht das traditionelle Bild. Und dann war das gute Theater war in Bochum nebenan und bei uns gab es dann den Spaß wohl. Wir haben gesagt, nee, wir müssen das Theater machen, woran wir glauben. Wir müssen Vermittlungsarbeit machen. Wir müssen das Theater als Suchbewegung für die Gegenwart begreifen und müssen diese Suchbewegung nicht alleine auf der Bühne machen und dann dürfen uns Leute dabei zugucken, sondern wir müssen das mit den Dortmundern machen, mit unseren Zuschauern. Und die ersten zwei Jahre gab es nahezu keine Vorstellung, wo wir nicht eine Einführung gemacht haben und anschließend ein Nachgespräch. Immer diese Suchbewegung mitzuteilen. Und das haben uns die Dortmunder sehr hoch angerechnet, die gesagt haben, die kommen nicht vom Elfenbeinturm, die machen zwar was ein bisschen komische Sachen, aber die lassen uns daran teilhaben, die reden mit uns und wir verstehen auch, wonach die suchen. Vielleicht ist das noch eine ganz spannende Angelegenheit, dass trotzdem, dass relativ schnell, relativ gut wurde das Verhältnis zwischen den Kunstschaffenden und den Zuschauern. Und wir merkten so, wir werden unterstützt, war die Zufriedenheit des Publikums. Wir haben 2012 eine Publikumsbefragung gemacht, lag nach Schulnoten so, ich glaube, bei 2,6, 2,8. Das ist so gut minus. Und das ist für eine Kulturinstitution nicht gut. Und da haben wir uns schon die Frage gestellt, müssen wir denn jetzt vielleicht doch wieder traditioneller den Shakespeare auf den Spielplan nehmen und weniger Projektentwicklung, weniger Gegenwartsdebatten. Mich hat das ziemlich enttäuscht, dass das Publikum so mau auf uns reagierte. Und der die Untersuchung gemacht hat, die Umfrage, er hat uns gesagt, nee, ich glaube, ihr habt das falsche Framing, erzählt, dass ihr ein Stadttheater seid und jetzt kommen die rein und sagen, war ja gut, aber Stadttheater war es nicht. Also wir haben die Menschen enttäuscht, weil eine falsche Erwartung vielleicht erzeugt worden ist, weil man von seiner Tradition ausgeht, ich kriege jetzt das Stadttheater und warum ist denn da jetzt auf einmal ein Computer auf der Bühne und ein Videobeamer und Menschen an Kabeln und so. Und dann wurde über uns geschrieben, Deutschlands führendes Theaterlabor.
für die digitale moderne Umgebung. Das ist doch gut, das hängen wir uns als Emblem draußen an. Theater, Labor für die digitale Moderne. Und wenn das jeder hört, und auf einmal waren die Leute ganz glücklich, weil sie gehen ja heute ins Theaterlabor für die digitale Moderne. Sie bekamen, was sie erwarteten. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, wir müssen machen, woran wir glauben. Ansonsten kann keine gute Kunst, kein gutes Theater entstehen. Und wir müssen das auf Augenhöhe mit den Zuschauern machen. Wir müssen sie ernst nehmen, unsere Zuschauer gegenüber. Und dann müssen wir ihnen vielleicht aber auch ein klares Framing geben, was sind wir eigentlich? Und nicht, um sie nicht so zu enttäuschen und um sie dann ja, begeistern zu können. Vielen Dank. Jeremy Langhoff, beim Gorki ist es ja fast umgekehrt. Auch Sie beschäftigen sich mit kanonischen Stoffen, aber die Renner des Hauses sind ja meistens radikal moderne Stückentwicklungen. Wie erklären Sie sich das? Naja, also erstmal ist das sozusagen vielleicht genau die Ambivalenz von posttraditionell und postmigrantisch, da wir auf der einen Seite durchaus einer Tradition frönen. Sie haben es vorhin angesprochen, es ist ja nicht nur ein Tschechow, der am Gorki zumindest mit drei Schwestern und anderen Erzählungen eine Tradition hatte, bereits seit den 50ern. Es waren eben auch Braun und Müller, die wir nach wie vor weiterdenken, weitererzählen an diesem Haus. Und ich würde sagen, das fällt durchaus auf, weil es gibt nicht so viele Häuser, die Müller und Braun erzählen, auch nicht in Berlin und sprechen. Aber jenseits dessen ist die Anmerkung total korrekt, aber das ist genau eben auch eine Tradition eines Autorentheaters zu folgen. Also das heißt, das ist ja, das Ding ist 51 gegründet worden, da ging es genau darum, wir brauchen neue Stoffe für den neuen Menschen, für die neuen Protagonisten der sozialistischen Gesellschaft. Und wenn man so will, haben wir das weitergedacht und haben für die Protagonisten einer postmigrantischen Gesellschaft die neuen Geschichten gesucht und geschrieben und entwickelt. Und die haben gefehlt in einem Kanon. Und dass sie deshalb besondere Aufmerksamkeit, besonderes Interesse, und zwar der gesamten Stadtgesellschaft. Also die Situation, die wir sozusagen hatten, die ich hatte vor allem, als ich angefangen habe mit Theater, die ich vorhin versucht habe, zugespitzt zu beschreiben, mit der Hochkultur-Parallelgesellschaft, die war ja bereits so weit, dass sie sagte, wie kriegen wir die alle rein? Also das heißt, sie fragte sich, die Theater-Community, wie bekommen wir die Migranten und die anderen ins Theater? Die Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt. Ich habe mich gefragt, wie bekomme ich die Geschichten, die fehlen auf dieser Bühne, auf dieser Stadtbühne, auf diesem Stadttheater ins Theater? Weil es doch um die Narration geht und weil es doch um eine längst schon heterogene, diversifizierte Stadtgesellschaft geht, in der jeder von uns Geschichten von Zuwanderung spätestens in der dritten Generation erzählen kann, Traumata davon gegebenenfalls weiterträgt, die in großen geschichtlichen, politischen Zusammenhängen stehen übrigens. Das Persönliche ist tatsächlich immer wieder politisch. Und insofern wundert es mich nicht, dass sozusagen gerade diese neuen Stückentwicklungen, die ausgehend von Persönlichkeiten, von persönlichen Biografien, politische Artikulation suchen, jeden Tag aufs Neue. Wir suchen eine neue Sprache, wir suchen Sprache für genau diese Geschichten und für die Zerwürfnisse, für die Verwerfungen, die wir angesichts einer radikalen Diversität erleben. Das heißt, wir arbeiten letztendlich natürlich genau mit den drei Begriffen, mit denen Theater vielleicht schon immer gearbeitet hat, oder? Imagination, Krise, Wirklichkeit. Das höre ich auch aus dem, was du erzählst, heraus, wo man sozusagen, und suchen die Anschlusspunkte für ein Publikum, das heute sich mit einer ganz anderen Konfliktlage auseinandersetzen muss. Und das fängt in meinem kleinsten eigenen Raum an und geht eben bis zur gesamten Stadt weiter. Und das würde ich sozusagen doch nochmal sagen wollen. Ja, vielleicht muss man sich sozusagen in so einer Stadt profilieren, wenn es 5 Theater gibt. Ich musste mir nicht so viel Gedanken drüber machen, weil das Theater, das ich gemacht habe, gab es halt nicht. Deswegen hat das funktioniert. Aber ich möchte ganz deutlich beschreiben, wir sind ein
Wir haben ein bürgerliches Publikum, genauso wie wir ein kleinbürgerliches Publikum haben, genauso wie wir ein proletarisches Publikum haben, genauso wie wir ein studentisches Publikum haben. Wir haben ein Publikum aus Ost und West. Und ganz schön ist es, wenn die Kanaken und die Ossis zusammenkommen und wenn die Alten und die Jungen zusammenkommen. Und wir haben, und jetzt könnte ich weiter über die Stadtteile gehen und über verschiedenste Interessenslagen. Und ich finde auch sozusagen diese Krise, wenn man über Krise arbeitet, als Chance zu sehen, ist auch nichts, was ich erfunden habe. Also dass eine Mitte gerade, ein Bürgertum gerade zerbröselt, dass ein Kanon auch zerbröselt, dass Theater wie deines mittlerweile mit Zitaten aus diesem Kanon auskommen, was es nicht unkomplizierter macht für die, die noch nie in diesem Kanon drin waren, der Komplexität vielleicht zu folgen. Aber also, wir sind doch längst schon sozusagen genau in diesem Raum, in dem wir suchen, wie eine heterogene Stadtgesellschaft, und das dürfen wir bei allem nicht vergessen, es geht weder um die persönlichen Interessen von Kai Voges noch von Schermin Langhoff, sondern es geht schon um einen Kulturauftrag für eine Stadtgesellschaft, Theater zu machen. Und ich würde bestehen darauf, dass wir die gesamte Stadtgesellschaft, und das ist uns passiert, also siehe da, sie kamen, und zwar alle, und nicht eine spezifische Community oder dergleichen. Und das ist die Realität, die das Gorki erlebt, auch also diese Komödienerwartung. Im Gorki war es ja so, dass es funktionierte nach vielen Anläufen. Das war ja ein Haus, das abgewickelt werden sollte. Ivan Nagel hat es nachträglich leid getan, das jemals vorgeschlagen zu haben, hat er mir zumindest versichert. Und es gab eben Armin Petras, der einmal sicher über die Beschäftigung mit dem Osten und Biografien und Geschichten und Erzählungen, die das berührte, das Haus profiliert hat, und mit ganz viel Klassikern, die zum Schulkanon gehörten. Also die ganze Belegschaft machte sich wirklich Sorgen, dass ich keine Dürrenmatts mehr auf- und abspiele. Und wie soll das werden, wenn die 20.000 Schüler, die unsere gesamt 70.000 damals ausmachen, nicht mehr kommen? Dann haben wir ja nur noch 50.000 Zuschauer. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, um jetzt an dem konkreten Punkt dran zu bleiben, ist das Gegenteil. Ich bin ganz stolz auf die Lehrerinnen und Lehrer in Berlin, die, obwohl es nicht in ihrem Schulstoff steht, weil sie die soziale Herausforderung ihrer Klasse und weil sie sich für die Menschen in ihrer Klasse interessieren, ins Gorki kommen und genau mit diesen viel radikaler diversifizierten, als es dieses Publikum gerade heute ist, Klassen, die Stoffe im Gorki sehen, zu Workshops kommen. Wir können uns nicht retten vor Anfragen, da die Stadt Berlin den Repertoire-Theatern aber nicht mehr Theaterpädagogikstellen gewährt, zusätzliche und dergleichen, schaffen wir nicht alle Schulen zu bedienen. Aber 100 Schulen in Berlin waren schon im Gorki und haben partizipative Projekte gemacht in den 5 Jahren, in denen ich das mache. Und wir konnten die Zahlen noch steigern, und zwar vor allem auch die aktiven Zahlen steigern der Teilnahme. Also es ist immer so eine Sache mit, also das ist vielleicht das Post, dass wir gar nicht erst uns auf den Kanon verlassen haben von 3000 Jahren, aber diesen sehr wertschätzen, um kritisch weiterzudenken und immer wieder auch aufnehmen als Grundlage. Also es entscheidet sich oft in Nuancen. Ich würde gern nochmal einhaken in die Frage von Esther Slevogt. Wenn man so diese Balance sieht zwischen dem klassischen Auftrag des Interpretationstheaters, das den Kanon neu begutachtet, und dann den Stückentwicklungen, für die das Gorki eigentlich sehr berühmt geworden ist, von Jarl Runnen, Falk Richter natürlich. Ich erinnere mich, dass gerade in der Anfangszeit gegen diese auch neue Form der Schauspielkunst, neue Form auch der Darbietung, Darstellung auf der Bühne irgendwie riesige Widerstände bestanden. Also wenn man daran denkt, irgendwie wie die Welt damals titelte, Multikulti-Ensemble scheitert an Hebbels Sprache. Jetzt ist die Frage, wie wichtig, also weil es ist mir klar, dass beide Säulen im Gorki-Profil wichtig sind, aber wie wichtig war eigentlich dann dieser auch in gewisser Weise Abschied von dem klassischen Interpretationstheater und diese starke Akzentsetzung auf Gegenwartsstoffe, auf Gegenwartsautorinnen und auf Spielweisen, die durch, sagen wir mal, eine Form von Authentizität gefüllt sind, womit ja gerade auch hier Ronen stark arbeitet. Also dass da
die Fiktionen irgendwie gespeist sind aus einem Erfahrungshintergrund. Wie wichtig war das eigentlich, um auch gewisse Vorbehalte aus dem Weg zu räumen? Also erstmal haben wir uns tatsächlich irgendwie nicht davon beeindrucken lassen und weitergemacht, auch immer wieder mit Klassikern, die wir angefasst haben. Wie ich finde, immer wieder sozusagen mit radikalen, spannenden Zugängen. Ich kann mich noch sehr gut an die Auseinandersetzung über Nibelungen erinnern. Und da haben wir auch ein bisschen Entwicklung erlebt. Also es gibt ja mittlerweile auch viel mehr Kritikerinnen und Kritiker, die mit diversen Biografien daherkommen, als es damals noch gegenwärtig war. Nach wie vor sind die Chefposten vor allem vom kanongeprägten Bildungsbürgertum besetzt, sicher in den Redaktionen, aber sicher sind auch eben Formate wie Nachtkritik und vieles andere Formate, die entstanden sind, die auch was zu tun haben mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen. Nicht nur mit dem, dass es ein Netz gibt, das man nutzen kann. Das bringt eben mit sich, dass das nicht mehr so einfach ist mit den Wissenshegemonien, so einfach ist mit den kulturellen Hegemonien und auf einmal mehr mitreden dürfen und können, was uns nicht immer gefällt, wenn man die Kommentarspalten sich mal jeweils in dem einen oder anderen Thema zugute führt. Also wichtig war es natürlich, das habe ich ja beschrieben, das war der Grundimpuls. Es ging und geht immer noch vor allem um neue Geschichten. Und in den Autorenschaften, und das würde ich sozusagen, du hast von der Community, die sich bei uns am Theater bildet, gesprochen, das ist ja das erstmal, was die Community ist. Also die Menschen, die Künstler und die künstlerisch Denkenden, das Ensemble, das an einem Theater zusammenkommt. Das ist die Community. So, jetzt kommt eben am Gorki eine Community zusammen, die vielleicht in so einer radikal diversen Konstellation nicht zusammenkommen würde. Das heißt aber nicht, dass wir die Israel-Palästina-Konflikte lösen im Theater oder durch das Theater. Wir schaffen aber natürlich, wir stiften sozusagen über Begegnungen und über Konflikterzählungen, über Beschäftigung mit den Konflikten, Erzählräume, Räume, in denen wir sozusagen unser Denken, unser Schauen, unser Wahrnehmen reflektieren können, verändern können. So. Und wir sehen ja auch, wie das sozusagen zumindest in der Theaterlandschaft passiert ist. Da müssen wir uns nur, ihr macht diese Konferenz, zu der ich leider noch nie war, danke für die Einladung, ja immer im Rahmen des Theatertreffens. Wenn ich mir allein die Berliner Festspiele anschaue, seit Thomas Oberender 2012 angetreten ist, wo die Erweiterung oder die Veränderung sozusagen maßgeblich auf Projekten wie Exhibition B von Brett Bailey beruhte, wo in jedem Theatertreffen wir entweder über Blackfacing oder über das N-Wort diskutiert haben, bis hin zu Vorgängen, wo ich dann staune, also so gehe ich nicht ganz interventiv vor, dass eben ein N-Wort auch zensiert wird oder gebiept wird beim letzten Theatertreffen. Also sehr spannend. Der gleiche Kollege, der das angewiesen hat, hat 5 Jahre zuvor aufs Schärfste Brett Bailey verteidigt, der mit Exhibition B eins der rassismusproduzierendsten und verletzendsten Projekte gemacht hatte in der Stadt, die ich kenne. Sicher nicht rassistisch gemeint. Er kommt aus einem antirassistischen Hause. Der Vater war sogar eben Anwalt und hat bei Anti-Apartheidskämpfen unterstützt etc. Das schützt einen nicht, sozusagen sich in bestimmten Kontexten falsch zu bewegen. Und die Einzige, die sozusagen dieses Podium, das aus lauter progressiven, ich würde sagen linksliberalen Kolleginnen bestand, zu Raison gebracht hat, noch einmal nachzudenken, was sie eigentlich gerade sagen, war, okay, ausgegangen von dieser These, dass wir das Reenactment brauchen, um genau das Bürgertum, das darauf schaut, in Scham und Schande verfallen zu lassen, damit es reagiert oder dergleichen, würden Sie das heute mit einem ähnlichen Casting-Aufruf machen, um ein KZ-Reenactment mit echten jüdischen Menschen zu machen? Und da war die Diskussion dann plötzlich doch beendet. Also da gab es plötzlich keine Antwort. Was ich beschreiben will, ist, es gibt, wir lernen, wir alle lernen, auch ich lerne. Und was den Kanon angeht, da werde ich es nicht sein lassen, ihn immer wieder auch uns anzueignen, wenn man so will. Weil auch das neue deutsche Theater, das wir machen,
bezieht sich genau natürlich auf Traditionen, bezieht sich natürlich genau auf geschichtliche Erfahrungen. Es sind ganz viele wunderbare, universale Geschichten. Und das ist das, was ihr ja auch macht. Am Ende geht es aber vor allem darum, bei solchen kanonischen Stoffen anzuschauen, was und warum erzählt dieser Text? Und ausgehend davon kann man dann eben auch neu schreiben, überschreiben, weiterdenken. Und was sich profiliert in unserer Zusammenkunft ist, und das ist nicht von Anfang an gesetzt gewesen, ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt jüdisches Autorinnentheater am Gorki, aber ich bin natürlich mit der vorhin beschriebenen Geschichte an dieses Haus rangegangen. Und es war eine Selbstverständlichkeit, Yael Ronnen einzuladen, Sascha Mariana Salzmann einzuladen, mit Sibylle Berg, die sich nicht outet, zu arbeiten und anderen, Sivan Ben Yishai jetzt in Nachfolge. Also nur, ich könnte jetzt auch das Label jüdisches Autorinnentheater auf das Gorki schreiben, das wäre stimmig von den genau neuen Erzählungen und Geschichten. Das ist nicht immer sozusagen das Label, das man bekommt oder erfindet oder sich widersetzt. Ich glaube aber sozusagen selbstkritisch zu bleiben, genau bei dieser Suche, die man nur mit der Stadt, nur mit dem Publikum, weil darüber funktioniert das Ganze. Also so, ne, wir können uns diese 5-Jahres-Strecke haben wir zu verdanken einem unglaublich tollen, unglaublich diversen, diskussionsfreudigen, aber auch tatsächlich theaterleidenschaftlichen Publikum, das gewachsen ist, das sich verändert hat, das sich erweitert hat, aber von dem auch eben sehr viele geblieben sind, die zuvor schon in dieses Theater gingen. Also es ist eine Entwicklung, in der uns genau diese neuen Stoffe vor allem, das ist unser Schwerpunkt, das ist unser Zentrum, das wird es auch nach wie vor bleiben und es funktioniert. Auch diese Angst gab es, diese englischen Titel von Yael Ronnen, kommt da irgendjemand, Denial und so, wer soll das angucken? Und am Ende hat genau sozusagen das mit einer tollen, begabten, durchaus mit einer anderen, auch Theaterästhetik sozialisierten Autorin und Theatermacherin zu arbeiten, weiterzudenken, hat Sinn gemacht, bevor ich in Monolog ende. Herr Voges, wie weit verbindet diese sehr starke medientechnische Ausrichtung des Theaters sich mit klassischen Schauspielfragen? Also wird der Spieler, den man ja auf der Bühne sonst aus einem reinen Können heraus erlebt, wenn über den so eine technische Matrix gestülpt wird, noch als Individuum hinreichend sichtbar? Oder wie gehen Sie mit solchen Fragen um? Ich glaube, im Theater steht immer der Mensch im Mittelpunkt, nicht die Technik. Wenn es eine Technikshow ist, dann brauchen wir das nicht im Theater. Also wir verhandeln Gesellschaft und wir verhandeln Menschsein in der Gegenwart. Und manchmal ist die Technologie der Inhalt, was denn die Technologie für Auswirkungen auf das Menschsein hat. Und manchmal nutzen wir die Technologie als Methode, um zu diesen Inhalten zu kommen. Die Frage ist schon, die wir uns ja seit 6-7 Jahren diskutiere ich mit meinem Ensemble immer wieder neu. Was heißt denn das, wenn ich jetzt auf einmal bei Psychose, gab hier in der Böll vor einigen Jahren einen Livestream, das waren die Schauspieler verkabelt und ihre Herzfrequenzen, ihre Atemfrequenzen, die wurden abgenommen, analysiert durch Algorithmen und dann umgewandelt in Licht, in Video, in Ton. Und die Schauspieler sprachen Sarah Kanes Psychose 448 und ihr Körper war der Impulsgeber von Licht, von Video, von Ton. Und auf einmal ist das etwas, da bin ich als Schauspieler nackter als sonst, weil jetzt kriege ich auf einmal meine Körperdaten auch noch rausgenommen. Was macht denn das? Und das ist aber etwas Spannendes. Was macht denn das, wenn wir unsere Körperdaten mit ins Spiel auf die Bretter bringen? Dann erzählen wir damit was über, wie wir mit unseren Daten umgehen, mit unseren Körperdaten. Was hier, ich weiß nicht, ob Sie Ihren Schrittzähler anhaben oder aushaben und gezählt haben, wie viele Schritte Sie schon heute gehen, was dann direkt weitergeht und abgespeichert wird. Also das ist immer eine ewige Diskussion.
was ist der reale Körper, was ist der virtuelle Körper, wie weit komme ich vor, können wir überhaupt noch so Protagonistentheater machen, sagen, ich spiele doch jetzt die Hauptrolle und da ist dann die Narration oder geht die Narration überhaupt noch? Ist es nicht eher die Splitterhaftigkeit, die rhizomatische Erzählung von Geschichte heutzutage? Also das fällt nicht einfach, es ist immer wieder ein Diskussionspunkt, aber, und das glaube ich, ich habe ein so unfassbar tolles Ensemble von Schauspielern, die sagen, wir kommen, wir sind nicht Schauspieler geworden, damit möglichst viele Leute finden, dass ich toll bin, sondern ich bin Schauspieler geworden, weil ich was erzählen möchte über Gegenwart. Und wenn das, das Gelingen, also die Erzählung das Zentrum ist, dann ist es immer wieder eine Suche. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns dann doch wiederum vielleicht in der Radikalität ein bisschen, aber im Kleinen unterscheiden wir uns gar nicht von anderen Theatern. Vielleicht das trotzdem noch mal ganz kurz mal rein, weil wir nur zwei Beispiele, dass die Leute auch so ein bisschen wissen, worum es geht. Man könnte doch auch sagen, und so war es ja beim letzten Theatertreffen, dass sowas wie Borderline-Prozession eine große Installation ist, in der im Grunde genommen der Spieler verschwindet in einer Bildlichkeit. Jetzt gibt es einen Akzent, also am Montag produziert das Internat, das sagen wir mit einen ähnlichen Bildsprach, anders natürlich ist, aber da könnte ja jetzt jemand kommen und sagen, wo ist denn das Schauspiel bei euch? Gibt es da überhaupt noch Spieler oder sind das nicht eigentlich technische Großbildnisse? Das kann man sagen, dann erzählt man aber Quatsch. Also das, was die Schauspieler bei Borderline gespielt haben, das ist unglaublich. Das ist, und man sieht es, man guckt denen in die Augen und denkt, in was für Zuständen seid ihr? Was erzählt ihr da? Warum sitze ich nicht davor und sage, Lüge, 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 geht mich eigentlich nichts an? Sondern ich sage, das ist ein Moment von Wahrheit. Das Wahrheit, ist es denn überhaupt Wahrheit? Kann das Wahrheit sein? Also die nehmen mich ja mit in den Bann. Das ist die Schauspielkunst, das ich in den Bann gezogen werde von ihnen, dass sie sich aufs Spiel setzen. Ich sehe das sehr. Das ist Schauspielertheater durch und durch. Wir entwickeln als Team größtenteils auch zusammen. Also und es ist eine Herausforderung. Jetzt ganz konkret ist die Vorarbeit für Parallelwelt, was das Dortmunder Schauspielhaus mit dem BE zusammen macht. Und wir spielen zusammen. 7 Schauspieler aus Berliner Ensemble mit 7 Schauspielern aus Dortmund über 420 Kilometer machen einen Theaterabend zusammen. Und es gibt 2, ich weiß aber nicht, was die Mehrzahl von Publikum ist. Publikas? Publikums? Publikümmer. Kümmer? 2 Publikümmer sitzen jeweils in Dortmund und in Berlin. Und wir erleben den 3D-realistischen Schauspielerkörper, den Menschen, den wir auf der Bühne haben wollen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie er in Kontakt ist mit dem 2D gewordenen Schauspielerkörper, diesem virtuellen Lichtpunkt. Und wir hören aus der Entfernung. Und haben die was miteinander zu tun? Werden sie eins oder ist es die Trennung? Und ich finde, in der heutigen Zeit genau zu sagen, ich wage es als Schauspieler, weil ich versuche, über Gegenwart zu erzählen, wage ich es auch, meinen Körper zu verlieren. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Man muss den Mut haben, seinen Körper vielleicht für Momente aufzugeben. Und das ist eine schöne Geschichte. Wir haben dann ein ganzes Stück nur noch als Film gezeigt. Und am Ende, einige Nachrichten an das All, kamen dann diese Schauspieler, die 90 Minuten lang auf diesem Film waren, auf die Bühne. Und dann kam danach eine Zuschauerin zu mir und sagte, das war ja so wunderschön. Sie hätte fast geweint, als die Schauspieler da waren. Weil am Anfang ging es los, dass die Schauspieler sich in Licht aufgelöst hätten. Und dann kam der Körper wieder. Und ich glaube, die Wahrnehmung von Sinnlichkeit, von Körperlichkeit kann auch manchmal dadurch entstehen, dass sie fehlt. Und wir wollten jetzt auch Sie mal zu Wort kommen lassen und vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum. Da gibt es auch ein Saalmikro irgendwie, das wird gerade in Betrieb gesetzt. Augenblick bitte. Hier. Einmal Hand hochheben, dass sie dich sieht.
eigentlich ganz einfach, nur ganz kurz, weil Sie eigentlich nicht miteinander gesprochen haben, was ich sehr schade finde. Ich wüsste gerne, was Kai Voges zum postmigrantischen Theater zu sagen hat und umgekehrt, was Frau Langhoff. Bitte? Also wir haben beide unser Theater. Aber also, da also ich glaube, wir beobachten uns aus der Ferne schon sehr. Also ich beobachte auf jeden Fall das Gorki-Theater und ich habe das Gefühl, dass wir viel näher zusammen sind, als das erstmal die Themen so sagen. Und es gibt da Überschneidungspunkte. Wir haben beide mit dem Zentrum für politische Schönheit gearbeitet. Ihr wart bei uns zu Besuch mit dem Exil-Ensemble, und also ich glaube, einige Gruppen teilen wir uns, die hin und her gehen. Die Fragestellung, wie geht gegenwärtiges Theater heute, was sind die gegenwärtigen Diskussionen, die wir vielleicht im Theater weiterführen können, da sind wir uns ganz ähnlich. Die Perspektiven, aus denen wir gucken, die sind unterschiedlich. Und das macht, glaube ich, den Reichtum aus, zu sagen, wir haben eine so reiche Theaterlandschaft in Deutschland. Und manchmal frage ich mich, muss denn das alles so ähnlich aussehen, was wir da auf den Spielplänen sehen und in der Herangehensweise, sondern wird mir eigentlich diese Multiperspektive in den verschiedenen Häusern noch viel mehr wünschen. Genau, also es gibt tatsächlich nicht so viel Grund zur Auseinandersetzung, vielleicht liegt das daran, sondern eher der einer positiven Beobachtung, das wird der Grund sein, warum wir nicht gleich in einen Widerstand oder in einen Diskurs geraten sind. Das eine ist natürlich das Zentrum für politische Schönheit, Herbstsalon. Das sind ja von Anfang an im Gorki gesetzte Suchbewegungen, wo es genau um die Frage, wie politisch ist die Form, wie erzählen wir, wer erzählt, von wo wird gesprochen. Durchaus auch das eine oder andere digitale Unternehmen, wobei tatsächlich wir eher die Inhaltisten sind, die die Form dann durchaus wertschätzen und suchen nach besonderen Formen. Aber das ist nicht das, was am Anfang steht. Also es ist nicht die Frage, wie bekomme ich zwei Publika zusammen, die entsteht, weiß ich nicht, was das im Fall von Berlin-Dortmund ist. Die entsteht bei uns dann, wenn wir mit den Kolleginnen und Kollegen, die aus Syrien da sind, feststellen, dass die viel größere Müller-Experten sind als der eine oder andere von uns. Und wir dann einen Abend machen, wo wir skypen nach Damaskus und Texte von Müller in Arabisch reingelesen werden von Schauspielern dort und eine Beschäftigung. Also aus der Sache heraus, aus einem gemeinsamen Thema, Interesse, gibt es dann die Verwendung von Technologie, wenn man so will. Es gab durchaus, waren wir sozusagen das erste Theater in Berlin, das aus diesem Digitalisierungstopf was geholt hat, weil Michael Ronnen eben diese Brille, die mittlerweile alle verfügen, diese digital 3D-Brille, fürs Theater nochmal gedacht hat und die Möglichkeit erfunden hat, wie man hinter die Kulissen schauen kann, etc. bereits vor 3 Jahren. Und das ist gekauft worden auch von einer Firma. Wir hoffen immer noch, dass er Milliardär wird und uns dann sozusagen unsere Theaterutopie finanziert. Aber tatsächlich würde ich das als einen Punkt beschreiben, an dem wir sehr dran waren. Die Frage, warum, ist tatsächlich eine grundsätzliche. Also wir können scheitern, ebenso wie jedes andere Unternehmen, in jeder einzelnen Unternehmung, die Kunst heißt. Das ist sozusagen einprogrammiert. Woran ich nicht scheitern möchte, darum bitte ich immer alle Künstler, alle Kollegen, und das ist unser Diskurs sicher auch, ist bei der Frage, warum wir etwas machen. Also eine Sinnhaftigkeit, eine Relevanz für Gesellschaft, ausgehend von den Verwerfungen, die wir wahrnehmen, das muss man natürlich sagen, genau dieses Ensemble, genau diese Community am Gorki. Und insofern würde ich dem zustimmen, dass es viel Verbindendes gibt. Auch die budgetäre Lage habe ich als was sehr Verbindendes empfunden, nämlich wir haben viel zu wenig Geld für das, was wir alles machen, bis hin eben zu Exilensemblen und dergleichen.
euch geht's ähnlich, weil ihr hättet euch das Exilensemble eigentlich gar nicht leisten können, hätten wir nicht zusammen noch eine Förderung aufgetrieben und dergleichen. Also ich würde beschreiben, deswegen wundere ich mich immer bei so größeren technischen Experimenten, wo ich so budgetäre Zahlen dann dahinter höre, wie man das schafft, sozusagen dafür Stifter zu gewinnen. Ich weiß, wie man Stifter gewinnt für die politisch dringlichen Themen, die behandelt werden müssen. Aber vielleicht ist das sozusagen auch ein neuer Weg, um Akquise zu machen, um dann irgendwie weiterhin inhaltistisch auch in neuen Formaten zu agieren. Aber tatsächlich haben wir diese Beschäftigung eher immer, wenn es autarke künstlerische Gruppen gibt, wie zum Beispiel Talking Straight, wie zum Beispiel Zentrum für politische Schönheit, mit denen wir jetzt schon im fünften Jahr zusammenarbeiten und auch in den nächsten Jahren arbeiten werden, die ganz anders umgehen mit Medien, mit Raum. Aber mir persönlich ist tatsächlich sozusagen dieses Gebäude, dieser öffentliche Raum mitten in diesen neuen Narrationen, die wieder gebildet werden mit Humboldt-Schlössern und Foren und anderem, ein ganz wichtiger, widerständiger, existenter Raum, in den ganz Berlin eingeladen ist, widerständige Diskurse gegen neue Hegemonien zu entwickeln, gegen neue Heimat suchen, die, habe ich das Gefühl, uns nicht wirklich weiterbringen, weil sie nicht mit unserer Wirklichkeit operieren von Diversität, von Konflikt, sondern weil sie uns die Mehr erzählen davon, dass es wieder ein Zurück geben könnte. Und das bezieht sich durchaus auch, du hast eine Kritik, Entschuldigung, angesprochen, die ist am Anfang von der Welt zum Beispiel, das war ja nicht nur die Welt, das war durchaus sozusagen, und das betraf nicht nur die Nibelungen, sondern es war politisch, aber künstlerisch, ne? So, das war sozusagen der Beginn des Ganzen, ohne dass es sozusagen die Anmaßung je gegeben hätte, zu sagen, wir wollen die Konkurrenz sein. Ich frage mich in solchen Kontexten, und wir haben ja jetzt gerade wieder so eine Backlash-Diskussion, also ich höre von meinen Dramaturgen, dass die Stegemanns und die, wie heißen sie, Englers und so weiter dieser Welt, die Theater mit erfunden haben in dieser Stadt und seit Jahrzehnten gemacht haben, und zwar anscheinend eben marxistisch, dialektisch und entsprechend der Lehre und der Wahrheit. Ich finde, wir müssen nicht alle dasselbe machen. Also ist doch toll, wenn die marxistische Lehre und die Ökonomie sozusagen vor allem behandeln. Ich sehe das viel zu selten, ehrlich gesagt. Unsere Versuche scheitern immer wieder. Aber warum sollen alle dasselbe machen? Also warum gibt es sozusagen auch in der Kunst und im Theater auf einmal so einen Anspruch, und der wird aus dieser Krise formuliert und es geht uns verlustig, und dann wird eben Transparenz gegen Imagination und Authentizität gegen Fiktion verhandelt. Vielleicht hatte sozusagen diese Möglichkeit, auch neue Räume, neue Erzählungen mit dem Gorki zu machen, damit zu tun, dass ich von dem ganzen Scheiß keine Ahnung hatte, als ich angefangen habe, weil ich kam vom Film und ich wusste was von Erzählen, von Geschichte. Und das ist das, wofür ich mich persönlich interessiere. Ich interessiere mich für Menschen und ihre Geschichten, ihre Erzählungen. Und ausgehend davon in politische Artikulationen, die vielleicht ein paar mehr Menschen in der Stadtgesellschaft betreffen, mit denen sie Empathie empfinden, mit denen sie sich identifizieren, zu erzeugen. Sehr viel mehr können wir gar nicht. Wir müssen doch in eine Sache reingehen, weil das anschließt an das Panel, das wir vorher hatten. Wir haben die, Shermin Langhoff hat schon angedeutet, im Grunde genommen sind das Apparate, die zurzeit unterfinanziert sind, wenig künstlerischen Etat haben und viele Möglichkeiten, die sie realisieren, wie zum Beispiel auch das Exil-Ensemble, aus externen Fördertöpfen da die Gelder beziehen müssen. Also man kann sagen, es sind so schon fast Mischverhältnisse zwischen dem, was eine freie Szene an Struktur haben würde und dem, was Ensemblebetrieb haben würde. Inwieweit erleben Sie das eigentlich als eine Art Entwicklung? Da hinten ist auch noch eine Frage. Ja, aber ich stelle ja die erst noch zu Ende. Ja. Als sozusagen ist dann diese stehende Struktur, die Sie geerbt haben, weil Sie beide an Stadttheatern arbeiten, eher ein Ballast für die Produktionsweise, die Ihnen vorschwebt, oder ist das eine Sicherheit? Also wir haben den gleichen Etat wie vor 10 Jahren. Die Tariferhöhung ist übernommen worden. Und das ist nicht ganz einfach, weil das heißt, damit halten wir das Level von
von einem Ensemble-Theater. Da ist jetzt die Frage, was kostet so digitales Equipment? Wir haben vielleicht gesagt, vielleicht müssen wir eine Schauspielerstelle in eine Programmiererstelle umwandeln, einen Fachmann, der auch ein Künstler ist und ins Ensemble reingehört. Natürlich ist es so, dass wir viele, viele Anträge schreiben und aus der Not heraus, dass wir gesagt haben, eigentlich würden wir gerne weiter forschen, weiter wachsen, aber dafür fehlt Raum und Geld, was ja sehr zusammenhängt. Aus dieser Not heraus haben wir die Digitalität, die Akademie für Digitalität und Theater ins Leben gerufen. Und ich bin seit 2,5 Jahren unterwegs und habe allen möglichen Leuten davon erzählt, dass wir einen Ort schaffen müssen in Dortmund, wo geforscht werden kann. Also wo Stipendiaten ein halbes Jahr lang an dem Theater von morgen forschen dürfen, scheitern dürfen. Ich habe erzählt von der Akademie als ein Weiterbildungsprogramm für Theatermitarbeiter, dass wir auf die Höhe der Zeit kommen, dass wir Netzwerker werden können, nicht nur die Schauspieler, sondern wirklich der Beleuchter, der Tontechniker, die Requisite, die Ankleider, dass wir die Möglichkeiten der Digitalisierung ins Theater hineinbringen und vielleicht wirklich eine Maschine der Gegenwart werden können. Und das Dritte ist, dass wir dafür kämpfen, dass diese Akademie einen Ausbildungs-, also einen Masterstudiengang entwickeln wird, wo wir vielleicht die Theatermacher von morgen ausbilden können. Und da sind wir auf einem guten Weg, diese Akademie. Ich glaube fest dran, die wird es geben. Im Februar geht es hoffentlich dann richtig los. Wir haben viele positive Signale. Und das sind natürlich nochmal Gelder, die dann eben außerhalb vom Ensemble Stadttheater ins Theater reinkommen, sodass da eigentlich Entwicklung von Theater stattfindet. Lass mich noch eine Sache sagen. Ja, wir sind schon über der Zeit. Wir müssen jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, schwinken hier mit den anderen. Aber ich, okay. Dann sollte es gehalten werden. Bin ich total. Darf ich einen Aufruf an die Kulturpolitik zu posttraditionellen Budgets nur machen, insbesondere in Berlin, weil mir wird mit dem Gorki tatsächlich immer argumentiert, dass traditionell das eben das Budget des Gorki wäre, wie traditionell die Theater gewachsen wären. Insofern rufe ich hiermit die Kulturpolitik Berlins auf, sich posttraditionell mit den Budgets der Häuser in seiner Stadt entsprechend den Relevanzen zu beschäftigen. Das ist das Einzige. Ich glaube, meine Frage ging auch in die Richtung, und zwar, weil es hier um Umwandlung, Partizipation sowie auch Community geht, wie in Dortmund sowie am Gorki eigentlich die Idee von Arbeit gedacht wird und ob wir, also ich bin Ende 20 und sowohl an Universitäten als auch im Kulturbetrieb gibt es Unmengen von befristeten Verträgen, Prekarisierung, insgesamt nicht viel Geld, also auch so, man schaut auch nicht gut in die Zukunft, was Arbeit angeht als junger Mensch. Und wie das überhaupt an euren Theatern gedacht wird, also auch im Thema Migration und vor allem Digitalität, wie können wir Arbeit neu denken und auch, wollen wir uns weiter so kaputt machen? Und ja, genau. Ja, wir wollen Kunst schaffen, wir wollen respektvoll miteinander umgehen. So ist das oberste Leitbild vom Schauspiel Dortmund. Lass uns respektvoll miteinander umgehen und lasst uns ins Gelingen verliebt sein. Das sind so die zwei Leitbilder, unter denen wir Theater machen. Und respektvoll heißt, dass jeder seine Gage kriegen soll, so wie es sich gehört, dass es da keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, dass wir irgendwie so ein Versuch einer Transparenz hinzubekommen und einer Fairness. Trotzdem gibt es bei uns beschränkte Arbeitsverhältnisse, also 2-Jahres-Verträge, 3-Jahres-Verträge, wie das verhandelt wird. Und also ich glaube, dieser respektvolle Umgang miteinander, wenn das die Kernaussage ist von der Reinigungskraft bis zum Intendanten und alle, die dazwischen ist, dann ist das erstmal das, wo wir uns versuchen zu begegnen.
Ich bin, was die Kraft und die Arbeitszeiten angeht, jemand, der sagt, wenn wir Kunst machen, dann müssen wir, das ist ein 24-Stunden-Job. Der muss familienverträglich und sozialverträglich sein und trotzdem gehört da hundertprozentige Leidenschaft dazu. Und so bin ich da immer so ein bisschen mit, wir halten die Arbeitszeiten nach NV-Bühne ein, so wie es ist. Und darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, weiter zu schöpfen und zu schaffen. Das Motto, keine Arschlöcher, als einziges, das ich hatte, das habe ich immer so erzählt in Interviews am Anfang, als ich gefragt wurde, was ist denn das Motto irgendwie der Spielzeit oder des Theaters? Ich sagte, keine Arschlöcher, so. Und das habe ich ernst gemeint. Das führe ich jetzt aber nicht aus. Ich erzähle, wie ich auch Arschloch bin in diesem System oder Arschloch werden muss. Das ist ja viel interessanter. Oder mich schäme, sozusagen genau mitverantwortlich zu zeichnen dafür, dass bei uns eben weder die Reinigungsfachkraft noch die Pförtner gesicherte Arbeitsverhältnisse haben, weil sie irgendwann aus wirtschaftlichen Gründen ausgelagert worden sind und ich jetzt in zwei Prozessen mit großem Kampf geschafft habe, dass eine Firma bleiben kann und die Mitarbeiter dieser Firma, die schon seit Jahren an unserem Haus sich wohlfühlten, sich dort eingelebt hatten und gerne nicht wechseln wollten. Das ist uns in einem Prozess gelungen, im Prozess, als es jetzt um die Reinigungsfirma ging. Und das sind ja auch aber öffentlich notwendige Dinge. Also das heißt, dass ausgeschrieben wird, dass nicht Leute auf Firmen, auf Posten festsitzen, ist eigentlich für eine Transparenz gedacht, gewollt von der EU mit forciert und es führt am Ende sozusagen im Betrieb in eine Situation, in der ich nicht schaffe, Arbeitsverhältnisse zu schützen, zum Beispiel ganz konkret. Dann ist es so, dass ich mit dem Gorki jetzt dieses große Glück habe, Menschen nach zumindest wirklich mehr als Existenzminimum Bedingungen zu bezahlen und die Nächte ruhig zu schlafen. So ging es mir mit dem Ballhaus nicht. Da war ich für 20 Menschen, die alle wahnsinnig prekarisiert gearbeitet haben, verantwortlich, dass es diese prekären Jobs überhaupt noch gibt. Also wenn man ein bisschen Achille Mbembe liest und eben wie wir heute in Dimensionen kommen, in denen man froh ist, wenn man überhaupt eine Versklavung oder eine Anbindung an die prekarisierte Gesellschaft hat. Denn es gibt tatsächlich auch die totale Disposition, die immer mehr Menschen in der Welt begegnen müssen, eben des nicht mehr gebraucht werden. Sprich, also es ist ein total interessantes Thema, aber es ist wirklich sehr komplex, weil es oft Theater unterscheidet von Staatstheater, das eben bestimmte Bedingungen auch schon mit Personalräten, die wir haben, wo ich wahnsinnig glücklich bin und irgendwie mitmotiviere, zur Wahl zu gehen und dergleichen, weil das natürlich Verantwortung teilen heißt. Aber das ist ein Riesenluxus des Stadttheaterbetriebs, der im gesamten freien künstlerischen Betrieb eben tatsächlich alles andere als selbstverständlich ist. Und es gibt ja jetzt eben in den letzten Jahren spannende Initiativen, die viel bewegt haben. Und da muss man dranbleiben und es eben nicht den ewig alten Lobbys der deutschen Bühnenvereine und so weiter überlassen, sondern wirklich, also sie müssen weiter an dieser kritischen Praxis arbeiten und bewegen. Ja, aber wir sind eigentlich schon viel über die Zeit drüber. Eine Frage noch. Also die allerletzte Frage und ihr müsst versprechen, kurze Antworten. So, also letzte Frage. Ja, vielen Dank. Herr Voges, in welche Richtung, Sie haben schon mehrmals den forschenden Charakter vom Schauspiel Dortmund angesprochen, in welche Richtung wird sich Ihrer Meinung nach so das Stadttheater entwickeln, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken? Haben Sie da Prognosen, Ideen? Ganz kurz. Also Twitter-Länge, bitte. Das hängt ganz von Ihnen allen ab, wie sich das Theater weiterentwickelt. Ich glaube, der Mensch, solange es ihn gibt, wird nicht von der Bühne komplett verschwinden. Da kann man sicher sein. Und vielleicht ist noch ein schöner Satz, weil den wollte ich unterbringen heute noch, weil ich überlegt habe, Tradition, machen wir traditionelles Theater? Und Wolfgang Riem, der Komponist und Autor, der hat gesagt, europäische Tradition war immer Innovation. Und das finde ich doch fast super. Also da würde ich aber mit dem Dreieckshandel und der Sklavenwirtschaft, auf der diese europäische Innovation beruhte, einmal widersprechen. Also das dauert noch ein bisschen. Also, das wir würden...
Das ist alles sehr interessant, aber wir müssen jetzt leider Schluss machen, denn wir sind schon über die Zeit. Man kann sich aber noch draußen beim Umtrunk weiter über die brennenden Themen unterhalten. Ich übergebe jetzt nochmal an Christian Römer zur Verabschiedung und bedanke mich herzlich bei Ihnen beiden für das spannende Gespräch und bei Ihnen fürs Zuhören und Mitdiskutieren.